Moini und willkommen zu einer neuen Reaction. Es ist passiert, es wurde noch einmal auf meinen Song Takis reagiert. Und zwar heute von den lieben Hey Mo. Also Hey Mo, ihr kennt ihn safe. Und ich werde jetzt auf diese Reaktion reagieren. Ich muss zugeben, ich habe es mir schon mal angeguckt. Ich habe sogar auch einen Kommentar geschrieben, den können wir am Ende nochmal angucken. Aber ich reagiere mal darauf. Da ist auch der liebe Johannes. Grüße gehen raus an die beiden. Ohne Witz, ich feiere euren Content wirklich mega. Aber wir gucken mal, was Hey Moritz zu meinem Song gesagt hat. Jetzt habe ich gerade so gesehen, dass hier so Shorts angezeigt werden und Moritz und ich haben einfach, also es sieht fast so aus, als hätten wir denselben Pulli an. Anyways, davor hat er auf Multimillionär von ApoRed reagiert, aber da ich nicht weiß, ob ich dann anders weggestrikt werde, reagiere ich jetzt nur auf meinen Part hier. Wir gehen mal rein. Let's go. Also nächster Song, dann meinst du, gibt's noch einen? Awesome. Ja. Was? Schon 720.000 Aufrufe? Damn. Okay, das ist echt viel. Mal gucken. Das Musikvideo. Also, es ging ja erst um Burger Pommes, jetzt geht's also um Takis, okay. Ich packe die Takis aus und alle drehen sich um. Was? Esse einen Taki, spür die Schärfe in meinem Mund. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Taki gegessen, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, Takis Blue Heat sind stark. Alles andere normale Chips. Und momentan ist der Takis-Preis auch extrem gedroppt. Ich glaube, den gibt es jetzt schon, also Takis gibt es jetzt schon ab 2,50 Euro. Ist zwar immer noch over average Chips-Preis, aber für Takis halt okay. Kannst du ja mal probieren. Geht? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich Takis auch zerstört mit meinem Song. Ich weiß es nicht. Anmerken. Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind für mich da. Digga, was sind Takis? Ich muss jetzt unbedingt mal Takis probieren. Ich bin gerade komplett Hype drauf gemacht. Aber viel zu teuer, wenn ich. Mann, wenn ich das mal gemacht hätte, dass Takis mich auch bezahlt hätte, dann hätte ich damit ja noch vielleicht einen Gewinn gemacht. Aber Takis melden sich nicht bei mir. Tja. Ich zerfle den Mund wie Feuer. Keine Kontrolle in meinem Leben für Takis. Hä? Er fühlt es aber so ein bisschen. Ganz kleines bisschen fühlt es. Ganz kleines bisschen fühlt es jeder. Also bis jetzt finde ich schon deutlich besser als Burger Pommes, muss ich sagen. Das Oha. Ey, ich sag aber ehrlich, ich finde es nicht mal so schlecht. Also sag ich doch. Ich glaube, ich habe nur im zweiten Part reingeschissen. Er war zu lang. Ich glaube, das war mein Problem. Er war zu lang. Er war auch ein bisschen gehandelt halt über Takis und ja. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Song umgehen soll. Ich weiß es nicht. Es war ja auch eigentlich nur ein Meme-Song von mir. Aber das Problem war, dass alle dachten, ich meine das richtig heftig ernst. Also Burger Pommes ist dagegen welten schlechter. Der Burger Pommes-Song ist scheiße, aber das Musikvideo ist geil. Hier ist das Musikvideo. Oh ja, hier ist das Musikvideo scheiße, aber der Song ist, naja, also jetzt nicht geil, aber. Video halt komplett scheiße, aber der Song ein bisschen besser. Auf diesen Beat, euer nächstes Lieblingslied. Hol sie aus dem Automat, sie sind blau und sie sind scharf. Warum machen alle mittlerweile kostenlose Werbung für irgendwelche Sachen? Erstmal Burger Pommes machen die kostenlose Werbung für McDonalds, die macht kostenlose Werbung für Takis. Oh Digga, was ist das für ein Bild? Ja, Moritz, du hast doch auch einen Kaugummi, dann kann ich da auch einen Song drüber machen, Alter. Kaufst Chips für 6 Euro. Okay, ich lass es lieber, ansonsten geht das nach hinten los. Oh, sag mir doch den Grund. Sag mir warum. Ja, da ist was dran, ich sag dir. Die kosten 6 Euro, eine Packung. Bruder, das ist ja krank. Das ist teurer als ein Döner, bist du dumm. Aber warte mal. Stimmt, das ist echt teurer als ein fucking Döner. Ich sag dir jetzt warum. Sag ich, würde ich überhaupt alles geben. Und ich muss los und es geht los. Ja. Also ich kann es leider nicht fühlen, weil ich habe noch nie Takis gegessen. Also das Einzige, was mir natürlich das beste, allerbeste Lebensgefühl der Welt gibt, und ja. Ich denke, wow, welches Essen sind natürlich Hey Gum Sour Apple. Und ich krieg hier einfach nicht, Moritz, kriege ich das, also noch nicht mal so ein Promo-Paket. Kriege ich noch nicht mal. Ich würde ja gerne mal dein Kaugummi probieren, aber es meldet sich hier keiner bei mir und sagt, hallo, kann ich dir was zuschicken? Ich könnte auch darüber Werbung machen. Hä? Wie wäre das denn? Moritz und ich machen einen Hey Gum-Song. Oh nee, lass das lieber, Moritz, ganz ehrlich. Lass die Finger von Lebensmittelsongs. Das ist ganz, ganz schwierig zu. Ganz schwierig. Dafür würde ich auch meinetwegen 100 Euro ausgeben pro Packung. Ist also cool gemacht, finde ich. 100? Aber eigentlich, der Song ist eigentlich ganz cool gemacht. Dankeschön. Also es geht auf immer mehr, also es ist irgendwie mehr so. Nee. Die Dislikes, oh, wir gehen rein. Okay, ich habe mal wieder mein schlaues Programm, was die Dislikes sehen kann. Okay, Leute, mein schlaues Programm sagt, wir haben Dislikes von. Wow! Das ist aber gelogen. Das ist gelogen. Und ich habe es in einem Video schon mal gezeigt. Ich kann es dir auch nochmal zeigen. Hier? Alter, 73.000 werden hier bei ihm angezeigt. Ah, scheiß Kommentar hier.
Jetzt gehe ich mal in mein Dashboard. So, hier. Bewertungen sind mies. Kann ich nicht Aber guckt euch mal das hier an. 14.000. Was? 73.000? Ich weiß nicht, was diese Tools machen, die diese Dislikes angeblich zeigen. Aber ich habe 14.000 Likes. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich 73.000 Dislikes habe oder 14.000 Dislikes. Wisst ihr? Aber die sind Müll, diese Tools. Die sind gelogen. Die sind gelogen. Zurück in die Reaction. Am Anfang fehlt mir die Worte, jetzt auch das Gehör. Alter, krass, okay. Sehr ungeehrt, Frau Elina. Sie haben mir mit diesem Song offiziell bewirkt, dass 24 Tim ein guter Sänger geworden ist. Das ist gut in der Tat. Wir brauchen echt mehr von so netten jungen Frauen, ja. Beziehungsweise nicht. Ich hoffe, Sie sind sich über folgende Unreime im Klaren. Um Mund, fühl, fühl, los, los, stopp, Gott. Mein Gott, wenn ich einen anderen Song nehmen würde aus den Charts, da wären auch nicht geilere Reime drin. Also. Automat, ja. Scharf, Marx ab. Oh Gott, der hat alle Reime aufgeschrieben, die scheiße waren. Ja. Den habe ich gepermabannt. Sozial. Wir brauchen keinen Hate am Song, Leute. Das wird nichts. Ja. Kein Hate-Kommentar, aber welcher Song als nächstes? Kartoffel, Riffel, Chips von Paprika. Ja, ich schwör. Ohne Witz, das sollte ich mal machen. Ich muss so einen Song machen. Warum macht ihr so viel Werbung? Ich check das nicht. Das Lied auf 2 Geschwindigkeit bockt so schon. Okay, wir gehen rein. 2. Geschwindigkeit. Ah. Also mach's mal. Das Ding ist, ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass das auf 2-mal Geschwindigkeit das voll ballert. Aber ich finde, das ballert gar nicht so doll. Nur bei den BZ-Bros, da hat der eine dann so richtig lustig getanzt. Das fand ich funny. Aber ich finde, das auf 2-mal Geschwindigkeit, das bockt nicht. Digga, so ist geil. Warte, wie ist es auf 0,5, ist die Frage? Das ist eine Psychose, Digga. Banger, what the fuck ist das? Oh man, ich weiß es. Ja, es ist schon nicht so gut. Also, wenn man sich überlegt, ey, okay, wie machen wir den Refrain? Lass uns den Refrain überlegen. Ja, der Song soll über Takis gehen, also was machen wir als Refrain? Ja, scheiß drauf, wir sagen einfach 50 mal Takis, komm, let's go. Ich kann dir sagen, wie das entstanden ist. Ich saß genau hier, saß ich und dachte mir so, lol, so ein Song über Takis wäre doch voll lustig. Und dann dachte ich mir so, boah, so ein Dance-Beat, das wäre funny. Und dann dachte ich mir so, runtergepitcht, Takis, Takis, Takis. Klingt bestimmt voll cool. Dann habe ich auch ein Beat gefunden und so entstand wirklich der Song. Sag mir, was reimt sich auf Takis? Takis. Ich esse Takis und besuch dann deine Mami. Wow. Aber sag mal Takis, das ist ein Refrain. Aber der Beat ist krass. Ja. Wo kommt sie die ganze Zeit hin, so als ob sie irgendwie beobachtet wird? Geht's dir gut? Das ist true. Ich finde das lustig, dass es Moritz gesehen hat. Das war auch mein Kommentar, den ich danach geschrieben hatte. Ich hatte nämlich hier geschrieben, bitte helfen Sie mir, ich werde in einem Takis-Laden gefangen genommen. Weil das Ding ist, das hatte ich schon mal erzählt, ich habe das Video alleine gedreht. Es war sonst niemand da und ich hatte die Drehgenehmigung hatte ich für den Takis-Laden, für diesen Automatenladen. Das Problem war, dieser Laden war halt noch geöffnet, das ist halt ein Automatenladen, kann ja jeder rein. Und ich hatte halt so Schiss, dass während ich den Takis-Song abspiele, weil ich wusste ja, das ist ein absoluter Meme-Song, und dann da jemand reinkommt, das würde mich zu Tode cringen. So. Und deswegen habe ich immer so versucht zu spotten, während ich das Video gedreht habe, ob jemand reinkommt. Und deswegen schiele ich immer so über die Kamera hinweg und gucke zur Tür und hoffe, dass da nicht jemand reinkommt, weil ich wollte diese Peinlichkeit wollte ich vermeiden. Ich hatte Angst, dass ich in dem Takis-Laden zusammengeschlagen werde, wenn die diesen Song live hören. So ein Ding war das. So, guck mal, sie guckt die ganze Zeit irgendwo hin, als ob sie irgendwo, weißt du, als ob irgendjemand sie irgendwie zwingt sich. Awesome Alina, zwingt dich jemand dazu, diesen Takis-Song zu machen. Wirst du gezwungen? Blinzel nächstes Mal dreimal in deinem Video, wenn du gezwungen wirst, den Song zu machen. Wenn die Takis-Chef dich gezwungen haben, diesen Song zu machen, blinzel dreimal. True, Leute, true. Ich hatte einen Vertrag mit Takis, deswegen habe ich dafür auch kein Geld bekommen, weil die mich gefangen nehmen. In diesen Takis-Laden. Und ich wurde dazu gezwungen, das alles zu machen. Sonst hätte ich das eigentlich nicht gemacht. Ja, blinzel, okay? Mach einfach so, okay? Im nächsten Video dreimal blinzeln, wenn es dir nicht gut geht, okay? Sag mir Bescheid. Das ist so weird. Oh mein Gott, ja, boah, Digga, was ist aus YouTube geworden? Warum machen alle nur so Trash-Songs? Hallo, der war witzig. Am Anfang hast du auch gesagt, der war cool. Absichtlich gefühlt so, Mann. Oder ich bin immer noch der Meinung, ich fand Außen Melina eigentlich echt ganz cool. Also sie hat mir auch echt schon auf unsere so Videos reagiert. Ja, danke schön. Ich hab dir auch. Moment. Hier, guck. 9. März. Da hast du den Stream gemacht im Netto, wo ihr da so ein Fantreffen gemacht habt. Und da habe ich Superchat gegeben. Ich bin Supporter. Ich bin wahrer Supporter.
bin der Meinung, sie wird gezwungen zu dem Song. Also, ja. Elina, bitte. Pinsel zweimal, bitte. Ob du wirklich das... Eben war es noch dreimal. Oh mein Gott. Absichtlich machst oder ob dich jemand zwingt. Hey, Moritz, nein. Oh mein Gott. Ja, Moritz. Sehr, sehr cooles Video. Ich fand's sehr funny. Ja, Leute. Also, alles nur Fun. Alles nur Jokes, Leute. Nicht irgendwen jetzt, keine Ahnung, haten oder so. Oder denken, dass Moritz mich hatet oder so. Es ist alles cool. Mir geht's gut. Und nur Takis hält mich halt gefangen in deren Fabrik. Und deswegen musste ich halt diesen Song machen. Aber ich konnte mich befreien von der Takis Fabrik. Und ich werde auf jeden Fall am Sonntag, den 28.04. meinen neuesten Song droppen. Ob er geil wird oder nicht. Oder ob er genauso wird wie Takis. Keine Ahnung. Aber ich sag schon mal so viel. Er wird wirklich, wirklich, wirklich geil. Also Leute, nächster Sonntag, neuer Song. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Und haut da rein. Tschüssi.